Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. So. Wir sind immer noch auf dem Weg. Wollen wir selber gucken, was wir gerade machen sollen. Berge versetzen, genau. Wir sollen hier mit dem Erschafferschlüssel diese eigene verborgene Kreation finden. Um sicherzustellen, dass das Tal um den Baum gereinigt werden kann. Oh. Schon mal gleich wieder angegriffen hier. So. Ah, eine neue Sense. Perfekt. Gucken wir mal, was für schönes gekriegt haben jetzt alles. Nur die Sense. Na gut. Dann werden wir die mal gleich opfern. Und damit ist das Ganze nochmal ein besessener Hammer nochmal eine Stufe aufgestiegen. Jetzt schon Stufe 7. Neue Chance auf kritischen Schaden. Ist jetzt sogar vom Schaden höher als die Waffe dort. Aber die ganzen passiven Fähigkeiten sind halt dort noch höher. Bei dem Gewalt von Kikakios. Oder Kakiknos, so. Na gut, hast du erstmal den Hammer drin, ne? Und ich begebe mich erstmal nach unten ins Wasser. Hier mal ein bisschen rumzugucken, ob irgendwo noch wieder eine Münze oder sowas liegt. Okay, da ist nichts weiter. Schade. Das Wasser hier ist auch so ein bisschen trübel wieder. Also man kann auch nicht wirklich gut weit sehen. Ich möchte eigentlich ungern irgendwo was zurücklassen. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Okay, gut. Ich tauche jetzt erstmal wieder auf. Schön. Ah, noch ein Stückchen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg nach oben. Denn da scheint es weiter zu gehen. Hier unten ist ja kein Vorankommen erstmal. Ach, jetzt die ganzen Treppen hier wieder hochlaufen. Ah, guck mal, hier sind noch Gitter. So. Name souverän weggehauen. Ah, von hier sind wir eben gekommen, alles klar, check. Jetzt geht's also weiter nach oben. Natürlich sind noch wieder mehr Gegner unterwegs. Aber ich möchte sagen, dieser Hammer, der macht sich echt bezahlt gerade. Der haut ordentlich zu. Der teilt schon ordentlich Schaden geradeaus. Ah, scheiße. Das habe ich... Oh, hallo? Eben hing mir in der Luft, ich bin aus Versehen nicht gesprungen. Ich habe irgendwie den Absprung nicht geschafft. Gut, jetzt müssen wir halt nochmal kurz hochlaufen. So, hier wieder rum. Ah, und da sind wir wieder dort, wo ich eigentlich hätte springen müssen. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal. Na komm. Ja, perfekt. So. Hier geht's weiter hoch. Und hier geht's rüber. Mal hier kurz nach dem Ding gucken. Hier ist auch nichts weiter. Ach, man kann hier noch nach ganz oben, fällt mir gerade auf. Ach nee, von hier sind wir gekommen. Entschuldigung. Von hier sind wir gekommen. Ich dachte gerade, man könnte noch eine Ebene weiter hoch, aber dort sind wir gerade selber gekommen. So, dann geht's hier durch diese Tür weiter. Ah, und wir sind mal wieder draußen gelandet. Okay. Der Schlumpf. Okay, der Schlumpf. Okay. Kein großartiger Name gerade. Ecke versetzen haben wir geschafft. Erwecke die Kreation ist unser nächstes Ziel. Was auch immer hinter dieser Tür ist, es wird nicht einfach sein, hineinzukommen. Okay, also da kommen wir nicht so einfach rein.
der gutes Boot gerade schon festgestellt hat. Also wollen wir da irgendwas einfallen lassen. Und da sehen wir schon, Karen ist wieder hier. Quatschen wir den einfach mal gleich an. Okay, lass uns erstmal ein bisschen was zum Tempel erzählen von ihm. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte, eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Okay. Sagen wir mal, was ist denn mit dem Meißelstein gemeint? Was ist mit Meißelstein? So nennen wir den Stein der Wächterkreationen, um genau zu sein. Eine traurige Sache zu zerstören, woran ein Erschaffer so hart gearbeitet hat. Aber es muss getan werden. Du findest eine Wächterkreation im verlorenen Tempel. Viel Glück! Na toll, das hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Was? Und noch einen Gefallen? Auch nicht, schon wieder was sammeln für ihn. Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast... Folgt der andere. Nun gut, Khan. Und jetzt werden wir Khans Kompass finden auch noch. Ah, wunderbar. Kann er seine 7 Sachen nicht bei sich behalten? Immer diese Bootsgänge, also nein. So, wir haben eine neue schwere Waffe. Wilde Armklingen. Sind aber leider nicht stark genug. Das Ganze benutze ich mal als Opfer für meinen Hammer. Ich hoffe, irgendwann komme ich auch mal zum Einsatz von dem tollen Teil. Wir haben ja jetzt immerhin schon so viele Sachen für ihn und Opfer da, auch Gegenstände. Da möchte ich hoffentlich auch mal irgendwann Nutzen draus ziehen können. So, hier draußen nichts, ich darf uns mal reingehen. Oh, hier sind schon Gegner. Nicht genug Zahn. Wow. Die springen uns richtig an sogar. So, die haben wir erstmal souverän weggehauen hier. Schauen wir uns doch erstmal ein bisschen um. Hier sind noch diverse zerstörbare Objekte. Was uns nochmal ein bisschen Gold einbringt. 7200, dafür können wir uns wahrscheinlich schon wieder was Neues kaufen. Ein Angriff der Glücken. Jetzt steht ein bisschen Wasser. Was reicht nicht, um irgendwo hinschwimmen zu können oder so. Ah, guck mal, da ist noch eine Kiste auf der Karte. Jetzt kann man sich sogar hinter die Treppen springen, wie gemein. Na gut. Ich bin ja schon mal froh, dass die Wesen auf der Karte drauf sind. So, diesen Nebentrank nehme ich natürlich noch mit. Den lasse ich hier nicht so rumoxidieren. Was meine ich noch bekommen? Ach, neues Gewand, war? Ne, neues Schulterstück. Gelehrten-Schulterstück. Bringt ein paar Pluspunkte, bringt aber auch einiges an Minuspunkte. Verteidigung, kritischer Schaden, Kraft würden stark runtergehen, Magie und Widerstand würde steigen. Da behalte ich doch lieber mein Reiterschulterstück. Oh, da war noch einmal Gold, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Gut, wenn auf der anderen Seite schon gemeinerweise eine Kiste lag, werde ich auf diese Seite auch nochmal gucken. Aber hier ist leider nichts, schade. Ich hätte jetzt gehofft, hier wesentlich eine Münze oder sowas zu finden. Gut, dann lass uns mal nach oben laufen. Na gut. Und weiter geht's. So, da sehen wir schon mal wieder das Verderben. Das ist anscheinend auch schon hier. Und hier steht wieder so eine kleine Wächterkreation. Den aktivieren wir einfach mal. So, denn wir haben ja in der letzten Folge zu glücklicherweise den Schlüssel der Erschaffer bekommen. Kannst du dich vielleicht noch dran erinnern. So, damit können wir jetzt einfach ganz toll diese komischen Verderbensdinger hier weghauen.
So. Und damit habe ich gleich das Tor hinten deaktiviert. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, guck mal, ein neuer Gegnertyp. Eine fliegende Maske. Und mehr Feinde. So, die Maske haben wir schon mal abgeschossen. Damit haben wir schon mal den Meisterstreich bekommen. So. Scheint sogar erstmal gewesen zu sein an Gegnern. Nicht schlecht. Gut, ich gucke mich noch ein bisschen um hier. Hätte die ganzen zerstörbaren Objekte schon mal vernichtet. Unmöglich. Da war noch ein Lebenstrank. Den können wir leider nicht mehr mitnehmen. So, von dort sind wir gekommen. Da sind noch ein paar Kisten und Urnen. Ah, guck da mal einer an. Da war doch noch tatsächlich eine Münze versteckt drinne. So, da komme ich nicht weiter. Da brauche ich erst einen Schlüssel wieder. Okay. Dann begebe ich mich erstmal hier nach oben. Und mal kurz gucken, wo war denn jetzt der Weg? Nach oben. Da vorne. Da werde ich wahrscheinlich erstmal hoch müssen. Na gut. So, hier rum. Okay. Und jetzt? Noch mehr Kristalle vom Verderben. Da wird irgendwie eine Kiste versperrt. Da ist eine Kiste. Sehe ich schon unten auf der Minimap. Folge jetzt einfach mal weiter den Weg. Ah, guck mal, da hinten ist wieder so eine kleine Kreation. Damit kann ich die Kristalle ganz leicht weghauen. Alles klar. Da drüben lauern die Gegner schon wieder. Hier sind noch mal zwei Uhren. Die hätte ich jetzt fast übersehen, sonst kann ich nicht gestehen. So, dann begebe ich mich jetzt mal nach drüben rüber. So, der ist Geschichte. Da hängen noch ein paar Stiefel. Und irgendwas habe ich noch eingesammelt. Ach, das ist der Meißelstein, den habe ich vorhin schon bekommen. Zwei neue Paar Stiefel. Eine ist sogar noch besser als das andere. Eisenschuhe und Eisenschuhe, was hatten wir gehabt? Auch Eisenschuhe. Und dann nehme ich doch die gleichen mit etwas besseren Verteidigungswert. So, dann haben wir ein paar neue Boots. Wunderbar. So, weiter komme ich hier erstmal nicht. Ich werde erstmal die Kreation aktivieren. So. Kann ich ja mit dem mal RT benutzen, um einen ausgestreckten Arm. Naja, konnte ich jetzt nicht lesen. So, mit dem ausgestreckten Arm konnte ich schon mal die Kristalle dort vernichten. Und jetzt muss ich anscheinend wieder rüber. Dann lasse ich den Kumpel mal gleich hier stehen. Im Wasser kann er eh nicht fahren, oder? Okay. Im Wasser kann man eh nicht runter, zum Glück. Soll man ja auch gar nicht. Aber ich werde mal ins Wasser runtergleiten. Da ich mal gerne wissen will, ob hier unten noch irgendwo was liegt. Das wäre für mich eigentlich nur ganz wichtig. So, auf dieser Seite scheint schon mal so weit nicht zu sein. Auch mal runter auf die andere Seite. Okay, da scheint ein geheime Höhleneingang zu sein. Hier war sogar noch mal eine Münze, okay.
weitere Kiste offenbart sich uns. Gucken wir mal, was Schönes drin ist. Na Mensch. Ein paar neue Handschuhe. Schoner der Dornen. Was hatten wir? Räuberschoner, okay. Erfahrung geht runter, dafür gehen viele Sachen hoch, drei Sachen hoch, eine Sache runter. Dann würde ich sogar auf ein bisschen mehr Erfahrung verzichten. Dafür sind die Werte schon viel höher. So. Langsam wird der Tod, also wird unsere Figur richtig vorzeigbar. Und dann bekommen wir die ersten richtig guten Gegenstände, die wir später auch gebrauchen können, um stärkere Gegner zu vernichten. So, hier komme ich erstmal wieder nach oben. Und dann aktiviere ich das erstmal, diesen Hebel. Ich schätze mal, weil ich damit die Brücke anheben war. Ja, das dachte ich mir. Wir haben damit die Brücke angehoben. So, jetzt kann ich wieder zurück und meine Kreation rüberholen. Na toll. Und gleich sind wieder Gegner hinter uns. Wunderbar. So, aber die sollten dank der Kreation eigentlich kein Problem sein. So einfach kann es gehen. Ja, meine ich nicht wirklich eine Chance wie mich. So. Da siehst du gleich, wie unser Erfahrungsbalken oben ansteigt. Ja, das bringt schon ganz Punkte, wenn man die alle vernichtet. So, diese komischen Kristalle können wir jetzt auch ganz locker weghauen. Und jetzt kommen wir auch endlich an die Kiste ran hier. Ich wollte eigentlich den da vernichten. Der macht das so. Und jetzt hole ich mir erstmal das Kistchen. Das wird bestimmt wieder eine Karte sein, schätze ich mal. So wie die Kiste aussieht. Nein, keine Karte. Neue Gegenstände und vor allen Dingen mehr Gold. Eine neue Sense. Okay. Schlägerschoner. Würde die Gesundheit draufsetzen. Kritischer Schaden. Aber Verteidigung und Dornen würden runtergehen. Besonders Verteidigung ist recht wichtig in dem Spiel. Ich behalte meine Schoner der Dornen erstmal. Ja, auf jeden Fall. Und die anderen Sachen kann ich erstmal ganz beruhigt opfern. Für den Hammer. Mensch, und damit haben wir die finale Stufe erreicht. Magie wurde nochmal erhöht. Da ist er, der neue Hammer. Macht schon mal eine Menge mehr Schaden. Chance auf kritischen Schaden geht runter. Kraft geht ein bisschen runter und kritischer Schaden. Dafür steigt Verteidigung, Magie. Und der Angriff ist natürlich auch viel höher. Zweitwaffe geht hoch. Ja, ich glaube, das nehmen wir mal. Eigentlich haben wir gar nicht viel verloren. Wenn wir uns die Statuswerte rechts angucken, haben wir eigentlich nur ein bisschen Kraft verloren. Dafür haben wir aber eine Menge Verteidigung gewonnen. Was mir im späteren Spielverlauf wahrscheinlich noch sehr gut nützen wird. So. Mit der tollen Kreation kommen wir jetzt zum Glück auch da hinten durch. Und kabum. Da sind sie platt. Ja, ich muss schon das Loch da rein. Jetzt muss ich da mal mit meinem langen Arm rüberschießen. So, Kette anbringen. Ah, ich sehe gerade. Da unten liegt sogar noch was. Ich spring mal kurz runter. Na. Wieder runter. Da ist nämlich noch ein Kristall. Stein der Mystiker. Und damit haben wir schon 11 von 34 gesammelt.
und hier unten ist eine weitere Kiste. So, noch ein Lebenstrank. So viele Lebenstränke kann man gar nicht gebrauchen. Ein paar neue Stiefel haben wir bekommen. Okay. Chance auf Magieschaden. Widerstand erhöht. Gelehrtenstiefel. Verteidigung geht etwas runter. Die nehmen wir doch gleich glatt. So. Da haben wir Gelehrtenstiefel. Da haben wir schon eine gute Mischung aus Angriff und Verteidigung finden in dem Spiel. Da kann ich nur auf Verteidigung oder nur auf Angriff spielen. Das bringt auf Dauer einfach nichts. So, gehen wir mal runter. Kugel brauchen wir, deswegen schieße ich das mal da weg. Gut, dann bringen wir die Kugel mal in Position fix. Tada! Wow, neue Gegner. Sieht schon, der Angriff ist etwas schwierig, schwächer jetzt. Aber in Kombination mit der anderen Waffe ist das schon echt verdammt stark. So, und wir haben trotzdem diese Gegner recht souverän weggehauen. Was Neues bekommen haben wir leider nicht. So. Die Schattenbombe werfen wir jetzt mal auf die Kugel. Die Kugel muss einmal wieder raus. Damit sich das Tor hinter uns öffnen kann und wir an die Kiste kommen, alles klar. So, und da ist er, der Skelettschlüssel. Den brauchen wir, um weiterzukommen. Wie du siehst, der Erfahrungsbalken ist gleich wieder voll. So, jetzt gleich mal fix an der Wand dran, damit wir zurückkommen. Denn nichts wie ab auf die Kette. So, rein in meinen tollen Teil. Kette lösen. Reaktion fahre ich jetzt schon mal zum Ausgangspunkt. So, hier werde ich mal mein Vehikel absetzen. Ich frage mich wirklich, wie viel Leben der Tod eigentlich reinstecken kann in so eine Kreation. So, hier entriegeln wir mal schnell das Schloss. Tada! Und weiter geht die Reise. Da drüben scheint der Hebel zu sein für das Tor. Wollen wir hier erstmal hoch. Jetzt wird mal wieder ein bisschen geklettert. So, das müsste schon reichen. Ah, und wieder Gegner. Einen haben wir weg. Und da ist er, der Stufenaufstieg. Wunderbar. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Na gut, dann gucke ich mal kurz rein in mein Menü. Was können wir denn jetzt inzwischen schon Schönes machen? Unaufhaltsam. Okay, damit könnten wir eine kurze Weile unsere Kraft verstärken. Wollen wir aber gar nicht. Ich spiele gerne mit der Ghoul-Ausrichtung des Spiels. Und deswegen werde ich den Ghoul ein bisschen mehr Power geben. Beziehungsweise die Ghoul verursachen jetzt mehr Schaden. Und der wird Tod als Zornkraft gut geschrieben. Das heißt, wir können die Ghoul danach öfter rufen, weil wir mehr Zorn haben. Gelehrten-Schultertuch, das brauchen wir nicht. Das ist auch viel schwächer als unser Reiterstück da. Oh Gott, machen wir mal weiter. Ich muss mal kurz was gucken. Ich den Reaper aktiviere. Okay, LB plus RC. Alles klar. Gut, dann kann ich jetzt mal weiter. Und das ist jetzt noch kein Problem mehr, hier die Teile wegzuhauen. Und hier ist ein Kistchen. Gut, das hole ich mir erstmal fix. Ich denke mal, das wird bestimmt die Verlieskarte sein, so wie die Kiste aussieht. Inzwischen kennt man ja keine Heimat. Sag ich ja, die Verlieskarte, alles klar. Und man kann das schon ein bisschen an den Kistenfarben abhängig, also ab vorhersehen, was als nächstes kommen wird, was in der Kiste ungefähr drin sein könnte. Und bei diesen großen
die Tod so aufreißt. Die sind ein bisschen goldig aussehen inzwischen. Sind meistens immer irgendwelche Verliefskarten und die anderen sind meistens irgendwelche Gegenstände. So. Hier kann ich nochmal meine Kette anbringen und rüberlaufen. Klettern wäre auch hier wahrscheinlich nicht möglich. Nee. Klettern wäre überhaupt nicht möglich. So, und hier drüben ist nochmal ein Kistchen. Unmöglich. Ich kann nicht. Okay, den Heiltrank können wir leider nicht mehr mitnehmen. Aber wir haben wieder eine neue Sense gefunden. Sense. Ah. Okay, die heißt immer nur Sense. Die heißt spektrale Sense. Oh, bei kritischen Treffern. Dafür macht die mehr Schaden. Ich entscheide mich doch mal für mehr Schaden. Solchen Sensen-Typ hatten wir auch schon mal. Sehr schön aus. Mehr so gefuckt oben am Abschaff. Also eine sehr hübsche Sense. Sehr stylisch. Passt gut zum Tod. So. Kette nehmen wir wieder mit. Reaktionsschwert kommt auch mit. Und dann geht's hier vorne weiter. So, hier muss ich meine Kreation leider zurücklassen. Denn sie öffnet uns hier das Tor. Das ist auch praktisch eine Kreation, dass man diese Kugel dran hat. Dadurch kann man sie auch gleich schön wenden, um solche Rätsel zu lösen. Und jetzt sehen wir schon ganz viele von diesen ekligen Masken. Das könnte interessant werden. Okay, jetzt brauche ich doch mal ein bisschen Unterstützung. Guck mal, die Bühle. So, die erste Maske habe ich weggehauen, glaube ich. Oh, jetzt haben wir sogar schon drei Bühle. War nicht schlecht. Was hier, so eine Maske. So, die ist auch weg vom Fenster. So, drei Masken habe ich vernichtet, wenn ich nicht nochmal versende. Also sieht schon, mit dem Meerzorn, das macht sich schon bemerkbar. Oh, den exekutieren wir einfach mal. Den kann ich gar nicht mehr exekutieren. Jetzt aber. Ja, jetzt haben wir den exekutiert. Was ist das jetzt? Nein, noch nicht. Kommt noch mehr Gegner. Ich hole mir noch mal ein bisschen Unterstützung. Damit ich diese Masken besser weghauen kann. So. Noch mehr Masken, was? Oh, noch ein großer Feind. Okay. Ich habe gemeint, dass noch ein großer drin ist im Spiel. Also nicht nur kleine, sondern auch große Gegner. So, ich muss erstmal die Maske weg, weil die nervt tierisch. Oh, hat er uns leider erwischt gerade. So, wir brauchen mehr Zorn. So. Ich nehme mal schnell einen Heiltrank. Na komm schon. So, der ist auch erledigt. War's das jetzt komplett? Oder noch einen übersehen? Will noch mal einer? Boah, es kommt noch mal zwei. Coole Helden schon ordentlich weg. Merkt man schon. Ich
wohl noch mal Mühle. So, die Maske schon mal weg. Das sind die Großen. So, noch mal ein Eis rein. So, der erste weg. Ah, unser Leben ist aber auch fast weg. Noch mal schnell einen Heiltrank rein. Na komm, da guck mal, jetzt wird so down gehen. Ja, da ist er weg vom Fenster. Ah, das hat sich doch mal gelohnt. Zur Belohnung gab es jetzt sogar noch was. Noch mal ein Kistchen extra oben drauf. Ah, neues Gewand, denke ich mal. So, jetzt muss ich erstmal mich ein bisschen sortieren. Die Gegend absuchen nach Gegenständen. Lebenstränke haben wir auch einige verballert bei dieser Aktion. Einen könnten wir noch gebrauchen, einen Lebenstrank. Aber scheint keiner mehr da zu sein, oder? Nein. Okay, ich glaube, wir haben alle Gegenstände eingesammelt. Ich sehe jedenfalls gerade keine mehr. Dann gucken wir mal ins Menü, was wir alles bekommen haben, schönes. Wilde Sense. Und wilde Sense des Frosts, okay. Beide etwas schwächer als meine Waffe. Würden allerdings den Wert Hauptwaffe hochsetzen. Wie stark ist denn meine? 74 bis 86. Naja, doch, ist schon ein bisschen sehr weniger. Ich bleibe jetzt einfach mal bei meiner Sense. Auch wenn Frostschaden und sowas hochgehen würde. Haben wir hier schon bekommen. Faustschild des Feuers, okay. Das sind keine schlechten Gegenstände, aber eine Sache sind, die ich habe zurzeit noch etwas besser. Wandtechnisch hatten wir nichts Neues, ne? Schade. Ich dachte, wir würden da auch mal was Neues bekommen. Irgendwie eine neue Klamotte oder so. Aber nee, leider nicht. Gut, gucken wir mal uns hier mal um. Ah, ich sehe schon, das Tor ist verschlossen. Also bleibt bloß der Weg hier durch. Oh, da geht's aber tief runter. Das heißt, wir müssen wieder an der Wand entlang sliden. Gut, versuchen wir mal unser Glück. Ah, so. Ein weiter Sprung, da liegt noch mal eine Münze. Die nehme ich gerne mit. Lass ich hier nicht so rumoxidieren. Das Tor ist versperrt, also bleibt nur dieser Weg hier durch. Man hört schon ganz viel Wasser. Irgendwo da oben soll eine Kiste versteckt sein anscheinend. Okay, hier müssen wir wieder an den Wänden hochlaufen. So. Da habe ich gedacht, ist irgendwo noch eine Kiste. Ich gucke mal. Ah, da ist es schon. Und glücklicherweise war ein Heiltrank drin. Damit haben wir ein Heiltrank erstmal wieder alles voll. Klauen des Feuers. Vorschritt des Feuers. Mit Feuerarm ist anscheinend. So, da drin scheint nichts mehr zu sein. Also laufe ich hier mal schnell zurück. Schau mich hier mal noch kurz um. Hier kommt meine Kiste. Da ist es schon. Und du siehst schon, die Minimap ist schon extrem wichtig. Oh. Schwächer. Kann ich die nicht vernichten? Stecher Level 6. Ja, eben wollten wir... Woher konnte ich den nicht abschießen? Keine Ahnung warum. So, jetzt habe ich sie erledigen können. Weiß nicht, eben ging es irgendwie nicht. Was war nicht in der Kiste drin? Ich habe gar nicht geguckt, ne? Einfach nur Axt. Okay. Kann ich nicht gebrauchen. So, er scheint wie so eine Art Schrein hier zu sein, wa? Ah, guck mal einer an. Gesellenkompass. Einer der verlorenen Gesellenschätze. Wenn man sich verlaufen hat oder nach Wundern sucht, führt dieser Kompass einen in die richtige Richtung. Gut, damit haben wir die Aufgabe von Arne auch schon mal erledigt. Wir suchen unsere Fund Teil 3 abgeschlossen. Wir müssen sie nur noch Kahn zurückbringen.
oder den nur noch fahren zu können. Hier ist nochmal eine Münze. Da wird sich der gute alte Wulli Wulgrim ja freuen. So, haben wir hier schöne. Ah, jetzt haben wir aber ein neues Gewand bekommen. Gewand. Okay, ist nicht wirklich besser. Ist sogar eigentlich eher schlechter, weil wir keinen kritischen Magieschaden da ausüben können mit. Vom Styling-mäßigen sieht es natürlich besser aus als das, was wir haben. Aber der Magieschaden, also ich nehme hier den Punkt, den ich kriegen kann, den ich nach vorne bringe. Da ist der Gesellenkompass nochmal. Okay. Alles klar. Dann haben wir den Raum hier auch abgearbeitet. Lass uns mal direkt weiter. So, hier sind noch ein paar zerstörbare Uhren und Kisten. Eine weitere Kreation. Okay, die werde ich erstmal aktivieren. So, mal gucken, was wir mit der machen sollen. Okay, ich denke mal, wir sollen die hier auf den Fahrstuhl rauffahren lassen. Okay, und jetzt? Ach, da drüben geht's weiter. Wir können ja noch weiter nach oben. Oder meine an. So, jetzt müssen wir hier rum. Mal so ein bisschen lang sliden, klettern und springen. So. Oben angekommen sind wir schon mal, glücklicherweise. So, irgendwie hört es jetzt schon wieder nach so den Stechern an. Oder? Ah, ich sehe schon, wir müssen das zerstören und hier rüber. Das sieht also durchaus nach einem etwas komplexeren Rätsel aus. So, jetzt aktiviere ich erstmal den Fahrstuhl. Aber da komme ich erstmal die andere Kreation nach oben. Den lasse ich erstmal hier drinnen, damit der Fahrstuhl oben bleibt. Und den fahren wir erstmal runter von der Plattform fix. In das andere Loch da hinten rein. Hey, Kuppel. Jetzt. Eben wollte er nicht. Dieses Modell kann man übrigens auch wunderbar nehmen zum Flügen von Feldern. Es macht alles so schön platt. Nein. So. Und damit haben wir ein weiteres Tor schon mal entriegelt. Also wir können uns den Kumpel von hier hinten schon mal mitnehmen. Den brauchen wir jetzt nicht. Die Plattform, da kann ruhig wieder nach unten fahren. So. Jetzt werde ich jetzt mal da hinten den Stein wegnehmen. Wie sieht komisch mit Ball. Na komm, ich will dich so wegkommen. Hä? Jetzt aber. Und wir wollen da gerade nicht. So. Damit wäre der Sieg schon mal nach ganz hinten frei eigentlich, ne? Vorne ist nochmal irgendwo eine Kiste. Ah, puff. Hier unten die Kiste sogar versteckt. Ah, nochmal drei Lebensrang. Die nehmen wir gerne mit. Und ich glaube, wir haben was für die Schultern bekommen. Ja, genau. Gelehrten Schulterstück. Wieder gelehrten Schultertuch, gelehrten Schulterstück. Den Gelehrten haben wir es anscheinend hier. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe gerade nicht gesehen, dass da unten noch ein... Da war noch ein Spalt, ne? Ich glaube, da war noch eine Lücke dazwischen. Die habe ich gerade nicht gesehen. Sorry. Na gut. Hier wär's auch hochgegangen. Und ich gehe jetzt erstmal hier rum und mal gucke. Mal was hier so schönes gibt. Ah, gucke mal, da ist noch mal was versteckt, eine Münze. Ne, eine Seite ist aus dem Buch der Toten. Die brauchen wir unbedingt, die Seite.
Ach, ich sehe schon. Dafür müssen wir dafür rüberfahren. Alles klar. Ich nehme den von den beiden am besten. Der hält das Tor offen. Also können wir ja bloß ihn dort nehmen. So, dann nehmen wir den hier. Ich denke mal, dieses kleine Rätsel hier machen wir noch schnell fertig. Warum macht er denn gut denn gerade so rum drauf? Auch keine Ahnung. Irgendwie hat er gerade Probleme mit dem Fahren. Der wackelt da oben drauf gerade irgendwie so schön. So, Kette anbringen. Wir könnten jetzt von der Kette darüber springen. Damit wäre auch der Weg geebnet, um dort erstmal weiter rüber zu kommen. Wollen wir aber erstmal gar nicht. Ich möchte nämlich mal gucken, ob hier hinten der Weg jetzt endlich frei ist. Nein, immer noch nicht. Also irgendwas ist definitiv noch nicht richtig. Das aktiviert das Tor. Aber wie kommen wir da hinten hin? Ich schätze mal, ich muss diesen Kumpel hier da hinten reinfahren. Damit ist das Tor schon mal offen. Dann springe ich mal hier rüber, fix. Oh. Auch springen wäre schlecht, nicht schlecht. So, jetzt ein neuer Versuch. Springen. Ja, perfekt. So. Und so haben wir die Kette hier angebracht. Das heißt, wir können hier nochmal fix rüber und mal gucken, ob der Weg hier hinten jetzt frei ist. Ja, perfekt. Damit können wir die Seite auch noch fix mitnehmen. Seite des Buch des Todes. Da 10 Stück ist unser Ziel. Wir haben schon mal 6. Das heißt, wir können das erste Kapitel mit 4 weiteren Seiten vervollständigen. Und Vulgrim dann zurücknehmen. Was der allerdings mit dem Buch der Toten macht. No plan. So. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du liebst deine kleinen Fantasy-Rätselspiele. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin. Ciao, bis dann.